Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel YP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xenoblade 2. In der letzten Folge haben wir derbe gegen das Cameo-Team hier abgelost und ja, das hier spielt jetzt ungefähr 20 Minuten danach. Und ja, wir versuchen jetzt noch einmal. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen und zwar habe ich einmal die Strategie von Mila ein bisschen geändert, dass sie jetzt auf Dingens gehen soll, auf nur Geisterart, damit sie vielleicht irgendwie so mehr Flächenschaden anrichten kann. Und ich habe mir so ein Gericht reingezogen, das ich bei Round gekauft habe, wo ich 40% mehr Verteidigung bekomme, also auf beiden Werten. Dann tue ich jetzt zwar 25% weniger Schaden anrichten, aber das ist mir vollkommen egal. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und mache den hier. So, der Schaden, der... Meine Güte, ey. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein bisschen rausholen mit dem Schaden, aber anscheinend nicht. So, jetzt dürfen wir ja wohl hoffentlich ein bisschen eher überleben. So, und ich knöpfe mir jetzt dich vor. Wie, du reißt mich an. Ich bin gerade 180, also das ist sehr schön jetzt gerade, was ich hier unter welchen Voraussetzungen ich hier kämpfe. So, gleiche Strategie, ich gehe wieder auf Mint los. Diesmal vielleicht mit einseitigeren Angriffen, aber ich werde auch gewinnen. Man sieht, ich verreck jetzt nicht mehr so schnell anscheinend. Aus irgendeinem Grund sind die alle vergiftet. Sehr schön. Und ich bin schon tot. Ja, geil. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal zu verlieren. Ich habe gespeichert nach dem Kampf und ja, dadurch ist mein Allesteil natürlich verloren gegangen, den ich aber wieder neu hergestellt habe. Aber noch einen kann ich mir nicht herstellen, deswegen muss ich das jetzt hier mal gewinnen. So, aus irgendeinem Grund lassen nämlich alle in Ruhe. Finde ich gut. Meine Güte, ist gut. So. Ja, plus das. Ich glaube, dadurch wird die vergiftet, oder? Das ist auch ein bisschen doof, ey. Verstehe nicht, warum ich nicht im letzten Kampf das Item einsetzen konnte, ey. Ich habe jeden irgendwie gesagt, setzt hier halt Item ein, aber irgendwie ging das nicht. Vielleicht waren die alle mitten im Angriff oder so, ich weiß es nicht. So, ich konzentriere mich jetzt volle Möhre auf die. Und die lassen mich auch in Ruhe anscheinend. Finde ich gut. Ja, und das ist ja in seinen Dings. Ist mir herzlich egal, ich mach mal den hier. Wenn wohl einer im Overlimit ist, dann sind wohl alle im Overlimit, habe ich so ein Gefühl, oder auch nicht. Und Zeitstopp, ja, super. Gehen wir alle weg. Ja, Tidal Wave, super. Nein, nein, er trifft uns, ja, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es das gemacht hat, aber egal. Heiloffensive! Verpisst euch! Nicht eure Heiler! Unsere Heiler! So, von euch ist keiner mehr im Overlimit, oder? Sonst werde ich nämlich herzlich angepisst sein. Verdammt. So. Mir egal, ob du im Overlimit bist, ich mache dir jetzt mal Feuer unter Metern. Und irgendjemand kann Mint wiederbeleben. Ich weiß nicht wer. Ich glaube Rute, oder? Oder Rute oder wie auch immer. Sehr gut. Sehr gut, meine ich Kacke. Ja, irgendwie läuft das jetzt hier gerade. Ich verreck jetzt nicht so schnell. Oder hier legen noch nicht alle los. So, ich setze jetzt so oft wie möglich diesen verdammten Chromatis ein. Warum lasst euch alle treffen? Alle bis auf die Heilerin weggehauen, ey. Wow, oh, nein, nein. Irgendwie bin ich auch der Einzige, der jetzt hier die ganze Zeit verreckt. Kann das sein? Weiß nicht, was du vorhast, aber nein. Du hast irgendwas gemacht, ich weiß nicht was, aber egal. Das gefällt mir, glaube ich, nicht. Au. Kämpfen überhaupt Jude und Mila mit? Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, ich sehe von ihnen gar nichts. Oh Mann. Finde ich aber gut, dass die ganze Zeit vergiftet ist.
No mercy. Wieso hat der einen britischen Akzent, ey? Meine Güte, ey. Die weit ab und alles ist weg, ey. Oder wie? Oh. Die weit ab und alles ist gut, oder wie? Ist aber schuld, wenn du dich nicht verbindest, ey. Wenn Mila sich verbinden würde, dann... Ja, dann wird sie nicht gestackt. Durch Angriffe, so wie Jude. Hilfe. Mein Gott, wie viel die aushält, ey. Guck mal einer, ja. Okay, eben nicht. Doch. Und die ist gleich weg. Okay, sie hat sich irgendwie geheilt und ich habe keine Ahnung wie. Ich stand in Jutes Attacke, aber das geht doch nicht. Ey, wie unfair. Da kann mein Dings einsetzen, mein Komatos, aber nein. Ich habe gedacht, der trifft nicht. 16.000, ey, sag mal, habt ihr sie noch? Ich weiß, es ist ein bisschen einseitig. Ich gehe jetzt nur auf sie los. Au. Sie hat fast noch gar keinen Schaden, ey. Ich glaube, Takt. Oh, sie hat noch in letzter Sekunde Ludger wieder belebt. Sehr gut. Okay, hört auf, euch zu entbinden. Das klingt irgendwie komisch. Aber trotzdem, stimmt doch. Oh, ey, die wird ab und alles ist gut, oder wie? Das finde ich so doof. Ich kann auch nicht unendlich abwehren. Mit leckt, at leckt. Ach man. So, bitte, Freck. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Da wird ein langer Kampf. Ja, habe ich so das Gefühl. Man kann ja wünschen oder hoffen, ne? Das gibt's doch nicht. Ey, das gibt's einfach nicht. Hör auf damit. Versuch mal, das hier zu blocken. Einen riesigen Hammer, ey. Auf Doom. So, jetzt ist sie schon mal weg. So, weiß nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt auf sie los, ey. Sie kann wahrscheinlich wiederbeleben. No mercy. So, zack, komm mal her. Lass mal euren Dings hier ablaufen, euren Overlimit. Da war ein Heilzauber, glaube ich. Sie wollte irgendeinen Heilzauber einsetzen, habe ich das Gefühl gehabt. Meine Güte, ey. That battle. Na gut, ist aber die heilen sich, glaube ich, nicht. Mint scheint nicht heilen zu wollen. Im Kampf. Da bilde ich mir halt nur ein. So, das geht anfällig gegen Feuer. Was? Oh nein, sie setzt Tidal Wave ein. Egal, hab's auch Schaden. Bist dich, Chris. Sie brennt, das ist auf jeden Fall gut. Hab so ein bisschen Schaden, bevor sie wieder mit irgendwie wiederbelebt oder so. Ein bisschen doof zwar gegen die Mädels hier erst einzuknüppeln, aber was soll's. Und ich wollte noch den finalen Kampf heute noch mal machen, ey.
das nächste Ending jetzt bekommen, aber jetzt schon so, weiß ich nicht, gehypt werden hier. Weiß, ob ich das überhaupt schaffe. So, ich hab doch. What the heck? So, hab noch gedrückt, Mann. Ja, noch einen Angriff rausgeholt. Schon 10 Minuten geht der Kampf hier. Leck mich. Hier geblieben. Ne, die setzt schon wieder Tidal Wave ein. Nix da. Oh, der war gut. Was war das? Wutsch. Der will irgendwie nicht so eine Powerhammer verbundene Art haben. Wundert mich doch stark. Sehr gut. Das war nicht, was so ein Siegel bei denen bewirkt hier, so ein blaues. Hat so die Fertigkeiten eigentlich blocken. Haben die auch irgendwie abgestimmte Fertigkeiten oder so? So, die ist gleich weg. Nix da. Hilfe. Nix da. So, Overlimit schon weg. Weg. Nix da, nix Tidal Wave. Ich will mal meine Command-mäßige Art einsetzen, aber egal. So, Quest macht mal ein Nickerchen. Nein. Hilfe! Hilfe! Könnt ihr es wagen? Irgendwie sehe ich Mila gar nicht Arts einsetzen, ja. Freie Wahl, selbstständig handeln, ja. Hier sehe ich die ganze Zeit mit Ju verbunden, aber trotzdem kann sie auch ihre Dinge einsetzen, ne? Zauber, ja, genau so was. Hätte den Kampf vielleicht ein bisschen vereinfachen können. Genau so was. Oh nein. Ja, langsam bin ich mir ziemlich sicher, dass sie diejenige ist, die Mint wieder belebt. Weil sie jetzt schon lange kaputt ist. So, in der Mystic Art kriegen wir dich auch noch kaputt, habe ich so das Gefühl. Komm schon. Warum hat sie jetzt auf einmal wieder 142.000? Gerade hat sie auch noch irgendwie 50.000 oder so gehabt. Jetzt noch den hier. Mal, der erste Kampf hat mir besser gefallen, aber nö. Größere Attackenvielfalt hat sie so. Ja, sobald die weg ist. Was das, glaube ich. Bei Quest und Stun hatten wir ja schon. Ich habe schon dutzende Male besiegt, ey. Außer sie setzt in ihrem Overlimit jetzt auf einmal Wiederbelebung ein. Das wäre jetzt richtig doof. Bestimmt irgendwie so eine halb Kämpferin, halb, weiß ich nicht, halb Heilerin. Sowieso Sophie oder Leia. Also Sophie aus Graces F und Leia aus, ja, Xelia. Also diese Hybrid-Kämpfer und Heiler. So. Ist noch ihr. Du bist nicht anfällig. Hast du nicht schwach gegen Licht in der illusionären Dunkelheit? Aber man hat aber noch geschafft, ey. Meine Güte. No Morsi. Nix da. Wollt ihr denn? Boah. Guck mal, seht ihr die Leichen hier? Da werdet ihr bald auch sein.
wenn man solche Angriffe in Phantasia auch machen kann, ne? Ist ja voll übertrieben, ne? So, ich weiß auch mein Schwert raus, ey. Nee, verdammt. Hilfe. Daneben. Aber ich finde das gut, die können sich nicht mal ein. Was? Er hat sich wegteleportiert. Kann er das wagen? Nein! Hilfe! Ich werde zerstört! Oh Mann! Ey, warum tut der immer... Ludger hat immer Stun angevisiert, ey. Die letzten paar AP nicht abgezogen. Er teleportiert sich dauernd weg, ey. Ich hab doch das gedrückt. Was soll das? So. Bisschen Abwechslung. Eigentlich wollte ich die im letzten Kampf einsetzen, die war Attacke, weil halt auf alle geht, glaube ich. Das ist einfach nicht, wie stark dieser Angriff ist. So, den Kampf haben wir geschafft. Leck mich. Meine Güte, ey. Ich muss aber sagen, der Kampf vorhin war ein bisschen spannender. Also mein Fail-Versuch. Willst du einen? Das kannst du keine Mystikarten einsetzen, ne? Tja. Der hat auch keine Schwäche mehr. Okay, das anderes war, die anderen waren ja Illusionen. Meine Güte, geht der volle Möhre auf Elise los. Gleich besser auf weg. Okay. Schauen. Aha. Der will einfach nicht. Na? Komm mal her. Ich will einen ganz besonderen Abschluss, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Nee. Ach, Menno. Nehmen hier Endless Walls. Endless Walls. Meine Güte, dieser Kampf. Lass mir alles Teiler. Meine Güte. Sie haben uns schon wieder bezwungen. Sie haben uns vernichtend geschlagen. Ich habe bei dir etwas anderes gespürt, eine stärkere Entschlossenheit als sonst. Du bist aus einem einzigen bestimmten Grund hier, oder? Erzählst du uns, welcher das ist? Der große Geist Kronos also und Origins Prüfung, was? Ich hatte keine Ahnung, dass die auf diese Welt stattfindet. Ich glaube ja an Vergebung und so, aber dass irgend so ein mieser Kerl ein hilfloses kleines Mädchen ausnutzt, das kann ich nicht tolerieren. Schon wieder diese Heldennummer. Meinst du damit, dass wir sie retten sollten? Aber natürlich. Nun, ich nehme an, wir können nicht einfach ignorieren, was auf dieser Welt vor sich geht. Ludger, warum überlässt du die Sache mit Origins Prüfung nicht einfach uns? Was? Es wäre zu einfach. Ja, danke, aber das ist etwas, worum ich mich selbst kümmern muss. Ich hoffe wirklich, das hat jetzt nicht irgendwelche Folgen, welche Dinge ich hier nehme, weil sonst kriege ich die Krise. Danke, aber das ist etwas, worum ich mich selbst kümmern sollte. Ich zähle auf euch, Jungs.
Ich zähle auf euch, Jungs. Ludger, Leute, wartet hier einfach. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, dann werden wir euch eben helfen. Ab zum Land Kane. Kommt jetzt echt mit? Ewiges Schwert, was? Eternal Swarto? Wer seid ihr, Dummköpfe, eigentlich? Kommt uns nicht in die Quere. Zeitstopper. Letzte Umarmung. Phönix. Gerechtes Ende. Boah. Boah. Wir sind zurück. Wie jetzt? Wir haben Elf für euch gerettet. Was zum Teufel? Sie weiß selber nicht, was los ist. War wirklich nichts Besonderes. Es war ein Kinderspiel. Kanan, wohl eher, ich kam da an und sagt, ich kam da an und sah und siegte. Hey, das wollte ich gerade auch sagen. Ist es wirklich das, was du willst, Ludger? Und jetzt kommen die Credits. Was zum Teufel? Ja, kommen einfach so ein paar Helden hier aus einem anderen Spiel und sagen euch, pff, ach, Kindertag, das haben wir in, weiß ich nicht, 60 Stunden schon mal alles erlebt, ey. Leben und Entscheidung wäre so einfach, aber auch ganz schön langweilig, findest du nicht? Ja, ich nehme mal meinen Controller weg, ey. Boah. Ein wunderbarer Koch und Fegerhandwerk. Ludger wird ein großartiger Ehemann sein. Boah, Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss des Spiels. Wir hoffen, du hast die Reise genossen. Was zum nur, wer es hier liest, hat das Spiel abgeschlossen, aber es gibt noch viel zu tun, also spiel weiter. Da war ja wohl irgendwie für das Joke-Ending, habe ich so das Gefühl. Die Welt von Scylla ist ein finster Ort, aber einer, der auch viele Wärme spendete. Eieiei. Das Lied, das Jürgen und Ludger vor sich hinsummten, war nicht nur der Titelsong des Spiels, sondern auch das Lied, das mich am meisten bewegt hat. Okay, das war bis jetzt der härteste Kampf von allen. Ich dachte erst, der Xenobrunk wäre nicht zu toppen. Und dann kommen auf einmal hier die Charaktere aus Phantasia und Destiny und machen uns fertig. Keine Ahnung, ich fand den Kampf davor irgendwie besser. Wo ich voll auf die Fresse bekommen habe. So, ich weiß es aber nicht. Kann ich das wegdrücken, weil ich werde den Feldbild wahrscheinlich gleich wiedersehen. Ich kann ihn nicht wegdrücken. Nein! Oh, okay. Weiß ich nicht, mein Aufnahmeprogramm ist schon wieder am Zittern, hab ich so das Gefühl. Aber das hat keine Nachwirkungen. Ich hätte den Kampf doch gerne hier recorded. Wenn er nicht recorded ist, dann raste ich aus, dann schmeiß ich mein Mikrofon gegen das Fenster. Na, aus Fenster, ja, genau. Ja, und im nächsten Part werden wir dann im Schnelldurchlauf, würde ich sagen, den letzten Boss nochmal kaputt machen. Wahrscheinlich auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, weil sonst wären wir irgendwie, weiß ich nicht. Wir sind ja jetzt schon 100 Level, glaube ich, schon stärker. Oder 80 irgendwie so, ich weiß nicht, der war 70 oder so, weiß ich nicht. Außer der holt natürlich im Level auch ein, so wie der Xenobrunk. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Naja, ich fand das Ending jetzt so gut. Vor allem, die gehen einfach so dahin. Ja, machen wir. Ja, okay, wenn man. Aber den Sieg. Richtig gut. Weiß ich nicht. Worauf ich jetzt. Was wollte ich jetzt mal sagen? Ach ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man in Destiny und in Phantasia leveln kann, aber die müssen ja auch so um die Level 99 sein oder so, ne? Also, mal 200, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man leveln kann. Soweit habe ich nicht gespielt. Also, Phantasia. Und Destiny habe ich ja überhaupt nicht gespielt. Aber naja. So stark dürfen die ja eigentlich auch nicht sein, wenn die so ja aus ihren letzten Kämpfen kommen würden. Ja, klar, wäre ich das. Video Baba, unser Gott. Aber die müssen ja nicht, ich glaube, das sind die gleichen Sachen, die auch schon vorher da standen, eigentlich.
Oh, egal. Ich glaube, El wusste auch irgendwie nicht, was da los war. Wie? Was? Wer seid ihr? Dich? Schade, ich hätte gerne so eine animierte Version gesehen, aber was soll's. Keine Ahnung, so irgendwie, dass die einfach da stehen, dann ein paar Tixe kommen und dann die wieder da stehen und alles ist erledigt. Das war irgendwie, keine Ahnung, das hat es irgendwie noch witziger gemacht. Als wenn das irgendwie, keine Ahnung, so animiert wäre oder mit so eigenen Cutscenes und so, aber so viel kann man ja auch nicht erwarten. Wäre wahrscheinlich eine Schweinearbeit und so gewesen. Ereignisliste aktualisiert, yay. Gewonnener Titel, Co-Abhängigkeit. Du hast die vier Helden besiegt, deine Daten werden gespeichert. Wenn du deine gespeicherten Daten lädst, geht dein Spiel vor den Kolosseum weiter. Du kannst die vier Helden erneut herausfahren. Also versuch doch mal mit einer anderen Gruppenzusammensetzung. Ihr könnt mich mal. Jetzt erstmal nicht, ey. Keine Ahnung, irgendwie, wenn ich Level 200 bin oder so, mache ich das wahrscheinlich nochmal. Jetzt ganz bestimmt nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal zum finalen Boss und machen genau gleich wie Dingens, was die gemacht haben mit dem. Das ist jetzt so mein Plan. Na, laden wir mal, haben wir irgendwas bekommen, Kostüm oder so? Weiß ich nicht, glaube nicht, ne? Die geheimnisvollen vier im Kolosseum, ja. Well, those four certainly knew what they were doing. That's for sure. Compared to the other entrants, they were in a whole other league. The glint in their eyes bespoke the many battles they had fought. I don't know where they came from. They were no amateurs. I'd never met humans like that before. They were so strong. They might as well have just been weapons with feet. Yeah. Und an dich kommen sie nicht dran, Jose, ja genau. Und euch kommen sie nicht dran, Gaius. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, Muse. Oh, Luger. What a brazen thing to say. Hm. I hadn't realized that you held Muse's strength in such high regard. Naja. Isn't he adorable? Nicht ihre Stärke, aber. But when you take a step back and think about it, we do have a great spirit and the Lord of Spirits herself on our team. I suppose we are in no position to question the source of our opponent's skills. I hadn't really considered that before, but that is a fair point. You've got to wonder what they're saying about us right now. Ja. Wer waren diese Typen? Oder wie war das? Wie hieß das nochmal genau? Wer zum Henker waren diese Typen? Oh ja. Ich freue mich ja schon, keine Ahnung. Wenn irgendwie so ein paar Charaktere aus Graces oder so bekämpft werden oder so. Oder aus der Abyss hier. Wäre nicht mal geil, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Luke oder Ash oder so bekämpfen könnte. Aus Tales of the Abyss oder weiß ich nicht. Wer fällt sein Name? Ist ein Espel oder Sophie? Ja, wäre doch mal geil. Vielleicht in Tales of Terraria, keine Ahnung. Was ich auch Let's Playen werde, irgendwann. Wenn ich mal wüsste, wann es rauskommt. So, egal. Ich würde sagen, steht da noch irgendwas? Ja, vielleicht ist es an der Zeit, dich abzunabbeln und dein eigenes Leben zu führen, ja. Dann fehlt dir eigentlich nur noch das, weiß ich nicht, wahre Ende oder normale Ende. Ich weiß nicht mal, welches Ende ich bekommen habe. Eins davon ist das Bad Ending, was wir ja auch schon gesehen haben. Und ja, würde ich sagen, wir machen den finalen Boss im nächsten Part. Und beenden das Projekt mehr oder weniger. Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.